Wo soll man bei diesem großen und schwierigen Thema beginnen? Versuchen wir es, uns zurückzuversetzen in das 5. Jahrhundert nach Christus und denken wir daran, dass es damals das größte Reich noch gab, das einige Jahre später schon zerstört werden wird, und zwar das Römische Reich. Im Jahre 476 ist der letzte römische Kaiser, und zwar der letzte weströmische Kaiser, vom Thron gestürzt worden, Kaiser Romulus Augustulus. Und damit ist eine lange Imperiengeschichte in Rom zu Ende gegangen. Auf der anderen Seite, in der zweiten Hälfte des Reiches, nämlich mit dem Zentrum in Konstantinopel, Byzanz, Istanbul, so die Namenentwicklung, hat das Reich noch weitere 1000 Jahre bestanden, und zwar bis zum Jahre 1453. Das Römische Reich war am Ende christlich geworden. Das Christentum wurde sogar zur Staatsreligion erklärt im 4. Jahrhundert nach Christus. Und somit hat sich der christliche Glaube ausgebreitet in ganz Europa und auch im Orient. Wenn wir jetzt weitergehen in der geschichtlichen Entwicklung, dann sehen wir, dass im 7. Jahrhundert eine weitere große Religion sich ausgebreitet hat, nämlich der Islam. Ausgehend von heutigen Saudi-Arabien ist im Jahre 632, nachdem der Prophet Mohammed gestorben war, der muslimische Glaube ausgestrahlt. Und es hat sich eine, wenn man so will, eine Religion gebildet, die auch mit der Ausbreitung der Herrschaft gewachsen ist. Das Römische Reich, das Oströmische Reich, das sogenannte Byzantinische Reich, war zuvor wieder gewachsen, nachdem es durch die ganzen Viren der Völkerwanderung oder auch Ethnogenese, wie man heutzutage sagt, wie sich diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder oft Familien, Stämme, Clans, wie auch immer, verschoben haben. So hat doch das Byzantinische Reich, vor allem durch den großen Kaiser Justinian I. im 6. Jahrhundert, wieder eine Stabilität geschafft, zu erhalten. Und dieses Byzantinische Reich ist nun 200 Jahre später, bedroht durch das neue Arabische Reich, das sich entwickelt und das die Nordküste Afrikas erobert und dann hinauf im heutigen Israel, auch Libanon, Syrien, bis hin zu den Grenzen des Byzantinischen Reiches. Und das Byzantinische Reich war damals, bevor das Arabische Reich sich ausgebreitet hat, das größte. Ja, ihm gehörte heutige Türkei, darunter eben der Nahe Osten und dann Ägypten und die Nordküste Afrikas. Aber alles das wurde im 7. Jahrhundert und 8. Jahrhundert, Beginn des 8. Jahrhunderts, erobert. An der Nordküste Afrikas haben die Araber ihre Ländereien in Besitz genommen und sind 711 sogar über die Straße von Gibraltar nach Europa gekommen, um dort das heutige Spanien und Portugal zu erobern. Und dann kam es 732 zu dieser berühmten Schlacht bei Poitiers und Tours, wo Karl Martel, der Hausmeier des Frankenreiches, die Araber zurückgeschlagen hat bis hin nach Spanien. Das letzte übrigens spanische Festung, die in arabischer Hand war, hielt sich bis ins Jahre 1492. Das heißt, dort im Süden Spaniens gab es eine Besatzungszeit oder eine Präsenz der Araber von über 700 Jahren. Aber das war ein reger Austausch. Das war jetzt nicht nur ein Religionenkonflikt, sondern es war auch ein reger Austausch im Handel, in der Medizin, in der Wissenschaft und so weiter. Also das hat sich gegenseitig auch befruchtet. Im Byzanz hingegen, an der Grenze zum Byzantinischen Reich, gab es auch diese Handelsbestrebungen, aber dadurch, dass es sich dort um die Hauptstadt handelte, die eben Byzanz war und die Byzanz auch bleiben wollte, aus Sicht der Römer, aus Sicht der Romanoi, um nicht eben demselben Schicksal zu erliegen wie das Weströmische Reich, wollte militärisch oder musste militärisch auch Widerstand leisten. Aber im Laufe der Jahrhunderte bis zum Jahre 1071 wurde das Arabische Reich immer stärker. Aber es war jetzt nicht nur eine Frage des Glaubens. Klar, es waren muslimische Stämme, aber es gab auch unter diesen
arabischen Völkern, den Fatimiden, den Seldschuken, Diskrepanzen und es gab keinen einheitlichen Führer. Was wir später dann sehen werden, was für die Kreuzzüge auch von entscheidender Bedeutung war, zum Gelingen des ersten Kreuzzugs, weil es damals noch keine einheitliche arabische Macht gab, wie es die dann wieder im 12. Jahrhundert geben wird.